Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal über eine meiner Schwächen sprechen, die ich schon mal in einem Video angesprochen habe, aber es ist aus aktuellem Anlass, glaube ich, immer noch mal berechtigt, das noch einmal vielleicht ganz speziell auch noch mal zu sagen. Ich werde natürlich aufgrund der Tatsache, dass man ja Alhamdulillah wächst und auch aufgrund der Tatsache in seinem Content wächst sowieso, aber auch in seiner Bekanntheit wächst, auch wenn das bei meiner Minder, also ich bin ja nun keine große YouTuberin, aber ich bin halt in einer kleinen Community hier in Alanya sitzend. Insofern, dass man natürlich, wenn man seine Videos mit den Hashtags Alanya Türkei verbindet, von den Menschen, die Deutsch sprechen, sind hier in Alanya, angeschaut wird. Ja, das ist ja logisch. Jeder, der irgendwo lebt, gerade im Urlaub, der vernetzt sich ja sozial auch mit Menschen, die diesen Hashtag sozusagen posten und guckt, ja, was machen denn andere Menschen, andere deutschsprachige Menschen in diesem Bereich, was haben sie gezeigt und was gibt es Neues auch in Alanya? Das ist ja ganz speziell. Ich befinde mich übrigens in der Türkei, in Alanya, in einem sehr aufstrebenden kleinen Örtchen. Und der ist sehr beliebt bei vielen Auswanderern, aber auch natürlich bei Urlaubern und gerade auch bei Urlaubern, die hier mal kurz herkommen und die sich ja auch im Internet vorher erkundigen, wo fahre ich denn in Urlaub und wo verbringe ich denn die teuerste und die schönste Zeit im Jahr gleichzeitig, was gibt es da für Sehenswürdigkeiten und was gibt es, wie ist das Wetter, wie ist das Meer, was haben andere Menschen gezeigt und im Internet dargestellt und das gucken sich natürlich an und wahrscheinlich werden sie nicht drumherum kommen, auch auf meine Videos zu stoßen und auf meinen Content zu gucken. Und insofern ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich auch draußen immer öfter erkannt werde. Und das ist tatsächlich in den letzten halben Jahr sehr oft der Fall. Ja? Und das ist auch natürlich immer sehr schön. Aber ich bin dann auch immer sehr freigebig, gebe meine Telefonnummer raus und gebe auch bekannt, wer ich denn eigentlich so bin, weil selbst wenn sie mich erkennen, haben sie nicht immer meine Social Media Accounts und meine Social Media Adressen, weil ich ja eigentlich hauptsächlich im Moment YouTube mache. Ich mache ja gar kein Insta mehr und bin eigentlich aber nur über Instagram erreichbar so richtig, weil per E-Mail, das macht mein Management und leitet auch solche Sachen nicht immer weiter, ja, also Kontaktanfragen und ähnliches, weil das einfach zu viel wird auch, ja. Und insofern möchte ich einmal mitteilen, dass ich leider einen großen Fehler habe. Ja, das ist so meine Schwäche, mein Ding, meine Eigenart, nennt es wie es wollt. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ihr jetzt gar fremd seid, ja, sondern es ist einfach meine persönliche Schwäche. Ich telefoniere erstmal sehr ungerne, ja, mache ich wirklich ungerne, habe ich schon immer ungerne gemacht. Und zweitens schreibe ich auch sehr ungerne Nachrichten. Ich antworte auch sehr spät immer erst. Ja, das hat auch nicht mit, wie gesagt, ich muss einen Kaffee trinken, ne? Sonst komme ich nicht dazu. Hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt fremd seid oder dass ich euch nicht kenne oder so. Das mache ich auch bei meiner Familie nicht. Also die Ersten, die immer meckern, ich habe erst gestern wieder gehört, sag mal, willst du nichts mit mir zu tun haben oder warum antwortest du nicht? Ich gehe dann auch nicht ans Telefon. Ja, ich gehe auch nicht ans Telefon, wenn es klingelt. Wenn ich arbeite oder wenn ich esse oder wenn ich irgendwas ganz Dringendes zu tun habe und ich arbeite eigentlich wirklich, wirklich von morgens, wenn ich aufstehe, bis in die Nacht. Das heißt, mein Handy ist eigentlich permanent bei der Arbeit. Und wenn ich ein Video drehe, wie jetzt zum Beispiel, ja, da kommt ein Telefon oder eine Nachricht und dann gehe ich da nicht ran. Also ich reagiere darauf nicht, weil würde ich jetzt meinen Dreh unterbrechen, müsste ich das Video schneiden. So muss ich es nicht schneiden. Wenn ich mein Videodreh mache, ich schneide ja dann nicht. Ja, wenn ich diese Labervideos mache, die ich jetzt gerade drehe, oder wie dieses Video hier, dann rede ich und wenn es zu Ende ist, lade ich das direkt hoch. Das heißt, ich muss es dann nur noch mit Titel und Thumbnail bestücken. Das geht relativ schnell, ja, während ich natürlich
Vlogs dann schneiden muss, weil es eben mehrere Clips sind und ich muss sie zusammen machen. So gehe ich jetzt ans Telefon oder gehe in die Nachricht rein, die gerade kommt, während ich ein Video drehe, so wie dieses jetzt zum Beispiel, dann müsste ich es unterbrechen und müsste dann wieder zwei Videos, Clips oder drei oder vier, je nachdem, wie oft ich da gestört werde, zusammenschneiden. Das ist folgendermaßen recht umständlich. Erstmal dauert das etwas, bis das geladen ist. Ich muss mir die Mühe machen, das alles wieder zusammenzubummeln. Dann weiß ich immer nicht mehr so genau, ja, welcher Videoteil gehört jetzt zu welchem? Ja, was habe ich denn da gesagt? War das vielleicht gehört der vielleicht zu dem anderen Video? Also es ist mega viel Arbeit. Das erschwert mir meine Arbeit en masse, ja. Manchmal rutscht mir dann auch ein Clip, der eben zu diesem Labervideo gehört, in den Vlog mit rein, weil ich einfach das nicht mehr auf die Reihe kriege abends. Ich bin total fertig schon abends durch die ganze Dreherei und Schneiderei. Dann passieren solche Fehler, ja. Und deswegen habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, Prösterchen, sowas nicht zu tun. Also wenn ich drehe, gehe ich nicht ran. Ich gehe nicht ans Telefon und ich gehe auch nicht schon gar nicht auf Nachrichten ein, ja. Und dann kommen wir auch mal zum zweiten Teil. Jetzt habt ihr ja angerufen, also meine Familie, ja, meine Familie, sonst gehe ich ja sowieso ja eher selten ran, ja. Wenn es klingelt, dann geht das in die Ablage und ich sehe das und entweder rufe ich zurück oder nicht. Jedenfalls, aber bei Familie versucht man natürlich schon mal, es kann ja irgendwas sein, aber man will ja wissen, warum hat jetzt der Sohn oder die Tochter oder die Schwiegertochter angerufen, dann will man ja wissen, was ist da los oder der Mann, ja. Denn die wissen schon, dass ich nicht ans Telefon gerne gehe und dass ich auch nicht gerne telefoniere und dass ich dann gibt es schon was zu erzählen, ne, wenn die dann trotzdem anrufen. Na klar, die rufen auch an, weil sie wissen wollen, wie es mir geht, das ist auch alles gut, aber das ist eher abends der Fall. Dann weiß ich, oder spät am frühen Abend, dann weiß ich, die wollen mit mir quatschen, das ist alles in Ordnung. Und dann gehe ich in der Regel ja auch ran, wenn ich Zeit habe. Aber wenn ich drehe, gehe ich nie ran. Und ich rufe eigentlich auch nicht zurück. Also ich rufe auch bei den Kindern dann nur zurück, wenn ich weiß, die haben jetzt tagsüber angerufen und da ist was am Brennen und abends wollen die quatschen, dann rufe ich auch manchmal nicht zu. Also es ist sehr unzuverlässig, was Telefon und Nachrichten betrifft. Und auf Nachrichten, ja, selbst auf WhatsApp-Nachrichten, die ich von meinen Kindern bekomme, reagiere ich nicht. Ich sehe das, lese kurz durch, ah, ist alles in Ordnung, die wollten nur mal kurz irgendwas sa sagen oder mal fragen, wie geht's dir, Mama? Und dann antworte ich auch nicht. Ja, ist echt doof von mir, ich weiß, aber es ist halt, also ich kann mich auch noch nicht so mit diesem Nachrichtenkram so anfreunden. Erstmal schreibe ich sehr ungern. Also ich schreibe gerne mit der Hand, so richtig real, aber ich tippe nicht gerne. Klar, man kann es auch mit der Stimme reiten, aber es ist mir alles viel zu viel Zwischenarbeit. Also ich antworte nicht gerne, ich telefoniere auch nicht gerne und ich schreibe auch nicht gerne Nachrichten zurück. Also sowas, auch eine SMS oder so, da kannst du unter Umständen auch schon mal eine Woche warten, bis ich drauf reagiere, wenn überhaupt. Und manchmal gerät das dann auch in Vergessenheit, ja? Dann wird irgendwas geschrieben und ich vergesse das wieder. Oder was auch manchmal passiert ist, dass diese Nachricht irgendwie gar nicht ankommt. Das alles Mögliche passiert hier bei uns und insofern würde ich ja sagen, ich bin eine ganz schlechte Telefoniererin und ich bin eine ganz schlechte Rückantworterin auf SMS, auf WhatsApp-Nachrichten oder auf irgendetwas anderes, was mir ge geschrieben wird. Also ich rufe nicht immer zurück und ich schreibe auch noch weniger zurück, wenn man mir schreibt. Es ist unhöflich, ich weiß es, aber so bin ich halt, ja. Bei mir sind viele Dinge im täglichen Lebensfluss sozusagen. Ja, wenn man sich auf der Straße trifft, unterhält man sich. Vielleicht geht man dann auch noch gleich irgendwie eine Tasse Kaffee trinken oder so, wenn es passt. Wenn nicht, wenn ich da total durchgeschwitzt bin und schnell sowieso wieder an die Arbeit muss. Es ist alles nicht so einfach mit mir. Also ich bin wirklich so viel beschäftigt und ich habe so wenig Zeit tatsächlich. Aber natürlich versucht man das, wenn man sich meinetwegen unten trifft oder so, dass man mal einen Kaffee trinkt oder so, das ist alles in Ordnung. Aber Verabredungen sind auch schwierig, würde ich mal sagen, weil ich eben so viel arbeite und die wenige Zeit, die ich habe, die verbrauche ich dann auch mit dem Telefonieren oder mit dem WhatsApp mit meiner Familie. Ja, also es ist wirklich gar nicht so einfach mit mir. Und insofern hoffe ich wirklich auf Verständnis. Es hat nichts mit den Menschen zu tun, die mir begegnen. Ich hatte vor 2 Wochen auch oder vor 3 Wochen eine ganz liebe Begegnung und
Da wurde dann sofort auch zurückgeschrieben zu mir und ich habe nicht gleich geantwortet, weil ich das einfach wirklich nicht geschafft habe. Ja, das Problem ist auch, dass ich es nicht hinbekomme, mit meiner deutschen WhatsApp-Nummer türkische WhatsApp-Nachrichten zu empfangen, geschweige denn abzugeben. Irgendwie, ich kann das nicht. Ja, ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht. Das muss mal jemand immer machen, der davon Ahnung hat. Und auch die bummeln da ganz schön lange dran rum, bis sie das hinkriegen. Also es scheint alles nicht so einfach zu sein. Bin da kein Experte, auch wenn ich YouTube mache und auch wenn ich viel im Social-Media-Bereich bin. Aber so Dinge, die ich eben noch nie gemacht habe und die ich nicht kann, die kann ich nicht. Und ich bin leider auch so faul und fuchse mich da auch nicht so rein. Wenn man sich jetzt mal nur so eine Stunde Zeit nimmt, vielleicht und das alles versucht zu googeln, wie funktioniert das, wie geht das, dann kriegt man es vielleicht auch hin, ja, aber dazu habe ich auch die Zeit nicht. Die Stunde, die mir dann da fehlt, die fehlt mir dann mit meinem Mann oder die fehlt mir dann dabei, irgendwie neuen Content zu kreieren, geschweige denn, dass ich es noch schneide oder neu produzieren muss oder so. Ja, also wie gesagt, es hat nichts mit euch zu tun. Es ist aber auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist natürlich dann auch die Masse an Menschen, mit der ich dann in Kontakt stehe. Muss auch unbedingt versuchen, meine Telefonnummer nicht immer rauszugeben. Das habe ich leider in letzter Zeit schon öfters gemacht. Ich schaffe das einfach alles nicht. Das tut mir wirklich leid. Es ist halt so, dass wenn man irgendwo in einem Ort ist, der sehr von deutschen Auswanderern benetzt ist, dass man dann angesprochen wird und dass man auch connecten möchte mit mir. Aber ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Das ist mein Arbeitspensum zu groß. Und da passt sowas einfach im Moment gar nicht rein. Und alles, was mit Telefonieren, mit Schreiben, mit Antworten auf etwas zu tun hat, das ist in der Masse am Ende des Tages so viel an Minuten und Stunden, dass ich das fehlt mir dann bei der Arbeit, ja. Und ich möchte diese Arbeit aber im Moment noch machen, weil ich auch nicht weiß, wie lange ich es noch machen kann. Ich bin schon ziemlich an der Grenze meines Schaffens. Ich merke, dass das zu viel wird und ich meine Pause brauche. Wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass ich auch Bescheid sagen kann bei euch, weil manchmal passiert es auch, dass ad hoc gar keine Videos mehr kommen. Bitte macht euch da dann auch keine Sorgen um mich. Inshallah wird da auch nichts passiert sein, aber auch da bin ich ziemlich unzuverlässig. Also ich mache dann oft einen Cut und dann bin ich einfach verschwunden. Aber ich versuche trotzdem dann irgendwie nochmal so eine Nachricht zu machen. Aber ich bin schon ziemlich ausgelaugt, das muss man sagen. Aber trotzdem, ich muss es alles ja nicht machen. Ich hätte ja auch viel weniger machen können, dann hätte man es viel länger und viel ausdauernder machen können, aber das bin ich halt nicht, ne? Was ich machen möchte und was mir Spaß bringt, da haue ich auch Masse rein und mache ich in Masse und das habe ich schon immer so gemacht. Das kriegst du auch mit 57 Jahren nicht mehr aus mir raus. Ja, und entweder ich mache etwas ganz oder ich mache es gar nicht. Entweder ich mache es genau so, wie ich es machen möchte, oder ich mache es überhaupt gar nicht. Ja, ich mache nichts halb und ich mache es auch nicht aus. Ja, Hauptsache, es geht irgendwie weiter. Ja, es muss nichts weitergehen. Das ist es ja eben. Alhamdulillah, ich habe die Wahl, ich muss das nicht machen. Aber was ich nur sagen wollte, das ist alles im Moment zu viel. Ja, ich bitte, seid mir nicht böse, ich kann nicht immer antworten und es ist wirklich im Moment alles ein bisschen zu viel für mich. Deswegen, ich versuche immer alles, aber ich bin eine sehr schlechte Antworterin auf SMS oder auf Nachrichten. Ich bin auch eine schlechte Antworterin auf Instagram-Anfragen und ähnliches. Ja, ihr könnt mich eigentlich auch nur über Instagram erreichen. Also wenn ihr keinen Account auf Insta habt, dann ist es schlecht, mit mir in Kontakt zu treten, weil eben alles andere so ein bisschen auch von mir ferngehalten wird. Ja, das muss man einfach auch sagen, weil jeder natürlich weiß, dass ich am Anschlag bin. Ja, und insofern bitte seid mir nicht böse. Auch meine Familie meckert und auch meine Kinder meckern, dass ich da nicht antworte, wenn geschrieben wird. Aber mein Gott, so bin ich halt. Ne? Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mit niemandem was zu tun haben möchte, um Gottes Willen. Entschuldigung, bitte. Ich finde das immer sehr nett, wenn man mich anspricht. Und ich finde es wirklich sehr nett, wenn ich auch erkannt werde und die Menschen so nett auf mich reagieren. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Aber
Ich bin im Moment wirklich so, dass ich sage, wenn man sich draußen auf der Straße so spontan, ja, so ganz persönlich, das geht dann immer, vielleicht irgendwo nochmal einen Kaffee trinken, kann sich ein bisschen kennenlernen oder so. Aber alles andere, alles Weitere ist dann eben schwierig, was geplant werden muss, ja, weil ich mag auch keine Pläne schmieden. Also ich mag es nicht, mich zu verabreden irgendwo. Das ist wieder Stress, weil ich nicht weiß, schaffe ich das alles und kriege ich das mit der Familie hin und dies und das. Es gibt so viele Fragen dann, die da auftauchen und insofern, bitte seid mir nicht böse, einfach nur mal so zur Info nochmal rausgegeben. Es ist einfach zu viel für mich alles im Moment. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!